Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shot News vom 14.11.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code zur Foto gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Itemshop rein und da haben wir eine neue Hintergrundmusik. Jo, dann machen wir doch einfach mal folgendes. Wir gucken mal hier rein. Wir haben hier den Archetypen mit seinem Backpack, den Servo und den Kaliper. Machen wir doch einfach so. So, der Archetyp. Ja, kriegt von mir 7 von 10 das Teil. Und hat hier folgendes Voting. Wir haben hier 3,72 von 5 bei 81 Votes am 5. August 2018 ist erstmal drin gewesen. 11 Mal. 88 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 176 Tagen am 22. Mai. Jo, da geht's weiter mit dem Servo. Sind wir beim Servo? Okay, für 1200 V-Bucks. Ein cooler Gleiter. Gefällt mir auch ziemlich gut. Gibt von mir 7 von 10. Hat hier folgendes Voting. 4,27 von 5 bei 22 Votes am 5. August 2018 ist erstmal drin gewesen. 9 mal 23 wie meines, letztes Mal im Shop vor 170 Tagen. Weiter geht's mit der Messhacke. Für 500 V-Bucks. Ja, mit der kann ich jetzt allerdings persönlich nicht wirklich so viel anfangen mit dem Teil. Das Ding kriegt von mir auf jeden Fall 5 von 10. Hat hier folgendes Voting. 4,03 von 5 bei 33 Votes am 5. August 2018 ist erstmal drin gewesen. 11 mal 26 Reminder setzen wir im Shop vor 138 Tagen. Jo, dann würde ich mal sagen, machen wir mal weiter mit dem nächsten Set. Das ist hier dieser Heli, der Chopper. Den finde ich persönlich ganz cool. Kriegt von mir 7, 8 von 10. Und der Chopper hat hier folgendes Voting. Wir haben 3,96 von 5 bei 24 Votes am 10. März 2019. Ist erstmal drin gewesen. 8 mal 22 Reminders. Jetzt mal im Shop vor 37 Tagen am 8. Oktober 2019. Dann haben wir als nächstes das digitale Grau. Klicken wir da mal ganz kurz durch. Ich persönlich finde das eigentlich ganz cool. Auch wenn es sehr schlicht ist, das gefällt mir persönlich ganz gut. Deswegen kriegt das digitale Grau von mir 8 von 10. Hat hier folgendes Voting. 3 von 5 bei 16 Votes. Am 15. April 2019 ist es mal drin gewesen. 6 mal 10 Reminders. Ja, auch am 8. Oktober ist jetzt mal im Shop. Dann sind wir bei dem Bandelier. Patronengurt heißt der jetzt hier. Das Teil war ewiglich lange nicht mehr im Shop. Sieht ein bisschen aus wie so eine Mischung zwischen Mr. T und Rambo. Und ich finde den persönlich ganz cool. Kriegt von mir 7 von 10. Der Bandelier hat hier folgendes Voting. Wir haben 3,76 von 5 bei 37 Votes. Am 27. Mai 2018 das erste Mal drin gewesen. 9 Mal. 38 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 337 Tagen am 12. Dezember 2018. Sensationell. So, dann geht's weiter. Dann haben wir als nächstes die Patronella oder Bandelette. Die weibliche Version zu ihm für 1200 V-Bucks. Die finde ich auch ziemlich cool. Weiblicher Rambo Man. Die Patronengurt hier. Ich finde die cool. Kriegt von mir 8 von 10. Die Bandelette. Mit dem folgendes Voting. 3,75 von 5 bei 52 Votes am 10. März 2019. Das ist erstmal drin gewesen. 8 mal 83 Reminders jetzt mal im Shop vor 37 Tagen am 8. Oktober. Jo, dann machen wir weiter hier mit der Machete für 500 V-Bucks. Das Teil. Dann mit der Machete in der, ist das eigentlich eine Kokosnuss oder so, aber dann noch eine ganz frische, keine Ahnung. Teil kriegt von mir auf jeden Fall 7 von 10, hat hier folgendes Voting.
3,56 von 5 bei 16 Votes am 10. März 2019 ist erstmal drin gewesen. 8 Mal, 8 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 37 Tagen. Sind wir auch mit dem Set hier schon soweit durch? Dann geht's zu der Kuschel Airlines. Die finde ich persönlich richtig, richtig geil. Ich liebe diesen Bären hier, der ist cool. Und kriegt von mir 10 von 10 die Kuschel Airlines, der Cuddle Cruiser. Und hat hier folgendes Voting: 3,41 von 5 bei 17 Votes am 2. April 2019. Das ist erstmal drin gewesen. 6 Mal, 7 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 36 Tagen am 9. Oktober. Weiter geht's mit den Kuschelkrallen für 800 V-Bucks. Finde ich persönlich, oh, ganz. Naja. Kriegt von mir 5 von 10. Und hat hier folgendes Voting: 3,74 von 5 bei 19 Votes am 15. Februar 2019 ist erstmal drin gewesen. 8 Mal, 8 Reminders, jetzt mal im Shop am 9. Oktober. Weiter geht's mit der Kuscheltarnung. Klicken wir mal ganz kurz hier durch. Ich kann mit dem Teil überhaupt nicht so wirklich was anfangen. Das Ding kriegt von mir 5 von 10. Die Kuscheltarnung. Cuddle Gamo hat hier folgendes Voting: 3 von 5 bei einem Vote. Am 21. August 2019 ist erstmal drin gewesen. 3x 2 Reminders. Ja, auch am 9. Oktober setzen wir im Schiff. Die Kuschelbeauftragte, der Cuddle Teamleader. Das Bärchen ist inzwischen Kult. Ich finde es schrecklich eigentlich, aber auf der anderen Seite inzwischen auch schon fast ein bisschen cool. Das Ding kriegt von mir 7 von 10. Man hat hier folgendes Voting: 4,16 von 5 bei 286 Votes am 10. Februar 2018 ist erstmal drin gewesen. 27 Mal seitdem. 221 Reminders. Ist jetzt mal im Shop am 9. Oktober. Weiter geht's mit der Nachthexe. Ja, ich finde die persönlich ziemlich cool. Ich weiß, die ist nicht so beliebt. Ich finde sie trotzdem cool. Hier auch diese kleinen Knochen da unten ist dieser Totenkopf dran und so. Ich finde die geil. Kriegt von mir 8 von 10. Ich weiß, die Noten sind nicht so toll bei der. Hier haben wir 3,05 von 5 bei 41 Votes am 31. März 2019. Das ist erstmal drin gewesen. 6 Mal, 21 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 108 Tagen am 29. Juli. So, dann sind wir beim Pumpernickel. War auch schon ewig lange nicht mehr im Shop gewesen. Für 500 V-Bucks die tanzgewordene Brotbackkunst. Der Pumpernickel. So, der Teil kriegt von mir 7 von 10 und hat hier folgendes Voting: 3,62 von 5 bei 34 Votes am 8. August 2018 ist erstmal drin gewesen. 13 Mal, 94 Reminders, setzen wir im Shop vor 134 Tagen am 3. Juli. So, dann sind wir bei der stacheligen Streiterin für 800 V-Bucks. Macht meiner Meinung nach jetzt nicht mehr wirklich so viel Sinn. Der Teil kriegt von mir 6 von 10 und hat hier folgendes Voting: 3,42 von 5 bei 55 Votes am 4. April 2019 das erste Mal drin gewesen. 9 Mal, 31 Reminders, letztes Mal im Shop am 24. Oktober. Dann sind wir bei dem Knochenlos, dem Boneless. Erinnert mich immer ein klein wenig an die Serie Vikings. Und tatsächlich gab es laut der Wikinger-Sagen den Knochenlosen. So, 500 V-Bucks, sowas von biegsam. Das Teil kriegt von mir 9 von 10. Allein der Sound ist schon crazy. So, und Boneless hat hier folgendes Voting:
4,16 von 5 bei 32 Votes am 6. Mai 2018 das erste Mal drin gewesen. 12 Mal seit dem 75 Miner ist das letzte Mal im Shop vor 48 Tagen am 27. September. So, dann sind wir bei dem Hang-On. Achtung, Achtung, mach mal langsam, mach mal ein bisschen Piano, mach mal ein bisschen Piano. Ach, chill doch mal. Chill doch mal. Für 200 V-Bucks kriegt von mir 9 von 10. Ich finde das irgendwie witzig. Hat hier folgendes Voting: 3,14 von 5 bei 7 Votes am 31. August 2019 ist das erstmal drin gewesen. Das dritte Mal jetzt. Ein Reminder: Das letzte Mal im Shop am 17. September 2019. Ja, jetzt kommen wir zu dem neuen Groove. Neue Hintergrundmusik. Hören wir mal da rein. Also quasi von dem Extraterrestrial. Abspielen und davon schweben. Mega geil, Leute. Gefällt mir sehr gut. Kriegt von mir 10 von 10. Mach mal den Sound wieder ein bisschen runter. Cool. So, da haben wir folgendes Voting. Bis jetzt noch gar nichts. Oder? Doch, 5 von 5 bei einem Vote momentan. Schauen wir mal, was jetzt hier rein ist. 5 von 5 bei einem Vote. Jo, der Shop, der will ja wieder mal bewertet werden. Dann gucken wir mal, wie sieht's denn hier momentan überhaupt aus. So. Gucken wir mal hier in das Voting rein. Da haben wir derzeit 1089 Love It's, 1254 It's Meh und 4496 Hate It. So, und ich muss sagen, ich finde den Shop jetzt nicht wirklich knallermäßig und ich würde es cool finden, wenn wir mal endlich mal wieder irgendwie mal wieder einen neuen Skin oder sowas drin hätten. Spaciger Groove ist wirklich cool, muss ich echt sagen, aber es ist mir zu viel Zeug drin, mit dem ich nicht so wirklich was anfangen kann. Deswegen kriegt dieser Shop auch von mir ein Hate It! Ja, wenn euch das heute Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit mir dem gleich, schaut auf einmal zum Christian und tschüss.